So. Abracadabra. Hoffentlich ist die Waffe cool. Oh, es kommt noch ein Gen-Ding. Mein Gott, was kann ich denn alles kaufen jetzt? So viel Geld habe ich doch gar nicht. Zuhör, den man bekommt jetzt hier. Lässt die schneller in Raserei verfallen. Das ist natürlich, das will man nicht. Das ist echt kacke, wenn das passiert. Dann ist echt RIP. Die machen dir echt Aua in dem Moment. Zumindest nicht auf schwer. Doktor außer Haus. Das ist ein Jan-Kapitel wieder. Das heißt, wir skippen jetzt wieder das Serienintro von Jan. Dann haben wir das Sidescrolling-Action. Ich glaube, wir kriegen das heute noch durch. Das wäre geil. Oh, doch kein Intro von Jan. Oh, vielleicht danach. Der sieht beschäftigt aus. Do you know a girl named Viola? She sent me to find you. I know no Viola. But I believe I know why you're here. You're looking for a way to the Alphaverse. Very astute, Doctor. As it appears, you and I share a purpose. I'll gladly assist you in any way I can. On one condition. Condition? It's been so long since I've had a good conversation. Aww. I believe that can be arranged. After all, we have a long and eventful journey ahead of us. It seems we had best hurry. Follow me! Ist deine Kapsel so schnell, dass ich Motorrad fahren kann? Das würde ich begrüßen. Ich hatte schon Angst, dass es eine langsame Escort-Mission wird. Ach, er stopselt sich einfach dran. Ja, dann easy. Let's go. Macht ihr euer Auto und Motorrad auch immer mit Mittelfingern? Ich schon. Really? This path leads outside. There's a shutter at the exit. So if we can just make it there. Wie soll ich dem dodgen? Hallo? Wahrscheinlich nicht auf die roten Dinger fahren, ne? Aua, okay, das wird schwer, das Level. Also das ist das schwerste Jun-Level bisher.
Okay, bei den roten Dingern auf dem Boden sind Wände. Okay. Das war ja am Anfang schon ein Fail, dass ich die nicht gesehen habe. Führe einen Wheelie aus, habe ich. Oh Gott, mit. Ja, okay, danke. Haben wir leider ein Item verpasst. Die Vorsicht zu bekommen ist irgendwie schwer. Will man auch gar nicht, glaube ich. Man will einfach nur eine Granate werfen. Ja. Oh Gott. Also in meinen Augen war ich zwischen den roten Linien. Aber das Spiel hat das nicht so gesehen. Wahrscheinlich war ich Millimeter über der roten Linie. Aber es gab einen Checkpoint, das ist nett. Oh Gott, warte. Kurz Probleme gehabt, was ist rot, was ist blau. So leuchtet der wie so ein Stern. Etwas überbreite wegen des Beiwagens. True. Aua! Oh no. Soll ich erkennen, wo ich hin muss? Das erkenne ich. Aber wenn der Feuer spuckt, wo kann ich da hin? Nicht losgesagt. It appears that someone didn't enjoy the fireworks. And I'll show them what the Umbra can really do. Okay. Just a little more. Das war antiklimatisch als gedacht. Nebenmissionen sind. Das ist so doof. Wieso kann ich hier steuern? Ich meine, ja, besser als gar nichts, aber.
kann hier nichts tun, außer rumwuseln. Wie ich an die ganzen Münzen gekommen bin, an die Ringe. Das sind die Heiligenscheine von den Seraphim. Da musst du wahrscheinlich in die Mission nochmal rein und die Seraphim-Dinger nochmal farmen. Call me Jean. A pleasure, Jean. So, where do we go from here? There's someone I'd like you to meet. That is why I took this little trip after all. Tausend davon? Ja, go farm. I think you'll find this ride much smoother than the last. Sagt sie jetzt. War noch Gold. Ah, jetzt können wir ein Minispiel bei John spielen. Jetzt geht's hier oben weiter. Verwandle dich in QTJ und besiege 20 Homunkuli. Ah, das war das Motorrad, das so geleuchtet hat wie so ein Stern. Wahrscheinlich hätte ich das vernichten müssen, dann hätte ich mich in QTJ verwandelt. Okay. Wie so ein Mario Kart Stern. Gibt es ein Level, wo ich schon alle Hexenwerke habe? Nein, ne? Es gibt Level, wo ich teilweise gar kein Hexenwerk habe. Das ist hart. Ja gut, am Anfang war sowieso RIP. Passiere den die Leiter haltenden Soldaten noch vor Luca. Zerbrich Volutus. Das sind aber auch schwere Sachen bei, ne? Oh, in der Wüste gab es anscheinend mehr Schätze als nur Wasser. War anscheinend lucky, dass ich instant Wasser gefunden habe. Die Maximalgröße bei der Säge. Man darf den ja nicht komplett aufladen, sonst macht's puff und es ist RIP. Doctor, allow me to introduce my dear friend Cereza. Cereza, this dashing fellow is Dr. Sigurd. He's come quite a distance for us. A pleasure to meet you, Cereza. John has told me much about you during our trip. Did she? I hope at least some of it was actually true. John has a habit of showing off for the gentleman. You bitch! I can see that you are very close. But that's enough chat. You've brought me here for a singular purpose. Yes? To open a portal to the Alphaverse. Yes. Sadly, I have a date with a terrible bore. Singularity. We'll knock down his door, wring his neck, and end all of this destruction. It
it's time to finish this. And Cereza, I trust you have what we need. Now, follow me to the altar. Der ist viel zu into, die ganze Intuit. Also der hat viel zu. Also kann, der stellt ja keine Fragen. Für den ist das so. Ja, ja, ich mach das jetzt. Hi René. Stand back. Weißt du, das ist Gründer, trotzdem sass. Er ist bestimmt Singularity, der verarscht uns bestimmt. Wir helfen dem Bösen gerade wahrscheinlich. Looking for a ride back home, you'll have to wait for the next one. The vermin don't know when to quit. If this device is damaged, we'll never be able to open the portal again. Doctor, you just keep working. Jean? Könnt ihr diese sensiblen Geräte bitte nicht so durch die Luft treten? Die Insel einfach riesen Zahnrad betrieben. Die haben um die Maschine einfach eine Insel gebaut. Schau, wie Balsorg!
wird es halt per Hand gedreht. Nein, ach, das erste, den ich verkackt habe, weil ich zu spät reagiert habe. Mann. Kurzer Outfit Change. Gehen wir all black. Wir haben eine neue Waffe. Und einen neuen Dämonen. Den fand ich nicht so geil. Das sieht weird aus, aber es ist irgendwie cool. Ich hab den Frosch gehört. Wie soll ich dich kriegen hier? Wo ist sie hin? Kriege ich die Katze besser? Vielleicht. Vielleicht der Zug. Ah, das war die 1. Okay, gut. Achso, und ich muss Kombos kaufen. Sonst habe ich wieder nur Quatsch hier. Uncool. Hallo! Rast denn noch nicht so aus? Hä, wo bin ich? Ach, ich habe aus Versehen den Key. Deswegen bin ich auch runtergefallen, weil ich aus Versehen den Turm gerufen habe. Ich habe mich nämlich runtergeschoben. Jetzt fehlt ja nur noch der Rabe, ne? Der Rabe auf der Map wird auch fun.
Wenn ich ihn jetzt nicht verpasst habe. Vielleicht habe ich ihn auch schon verpasst. Aureole. Klingt, wenn man es so deutsch ausspricht, richtig dumm. How thoughtful of you to meet up halfway. You've saved me a bit of time. Show people song! Au. Oh, läuft die komisch. Oh Gott. Sieht man den überhaupt so? Ich glaube fast nicht. Ah, jetzt wahrscheinlich erst. Ja, jetzt wäre es so, der Moment. Okay. Darf ich jetzt mit jedem Dämon einmal gegen ein Auge kämpfen? Wird das so ein Ding? Wenn du hier hinkommen würdest, wird das schneller gehen. Danke. Ich habe leider verkackt. Ich war zu weit weg. Komm, Climax. Ich weiß, dass es kommt. Drei ist ätzend. Du bist ja mehr am Dodgen als sonst was.
Hä? Wenn ich anvisiere, macht die Kamera komisch so. Silber. Ja, habt ihr mal gesehen, wie langsam Madame Butterfly kämpft? Und wie habe ich denn eine Medaille verpasst? Wahrscheinlich in dem roten Gebiet. Oh, Stridey. What are you doing here? Getting in over your head. I'll take care of you. Nicht nett, Hundi. Are you frightened, Luca? Your hands are shaking. Die ist so badass einfach, ne? Der Kampf gegen ihn macht so viel Bock immer, ne? Aber auch nur mit Bayonetta. Der hat echt fiese Kombos drauf teilweise. Ja.
Wow. Muss weg. Der macht Quatsch. Right to call me by that name. Alter. Okay, warte, ich muss mich kurz heilen. Ich habe mich die ganze Zeit nicht geheilt für die Epicness. Aber jetzt muss ich mir heilen. Ich sehe gar nichts mehr. Was zur Hölle? Okay, wird halt übergroß. Er hat meinen Vogel gerippt. Mit einem Hit. Im Vorbeispringen. Mit einem Hit. Yeah.
Ich bin aber trotzdem allen Vergrößerungsangriffen ausgewichen? Okay, ich bin krass. Obwohl ich nichts gesehen habe bei der ersten. Ich mag Strider. Das ist ein cooler Boss. Es war dreimal das gleiche gewesen, quasi, aber trotzdem cooler Boss. Die ist Tochter von Bayonetta und Luca. Das dachte ich mir schon. Dass Bayonetta die Mutter ist, hätte ich jetzt eventuell noch nicht direkt gesagt, aber dass sie die Tochter von Luca ist, da war ich mir ziemlich sicher. Dass Sigurd Singularity ist, habe ich mir auch schon gedacht. Dr. Sigurd. That means the real singularity. Fuck. We've been had. Oder anders, das ist Dr. Sigurd, der da hängt, und Singularity ist im Körper von Sigurd. Goodbye, John. Our time together was short, but unforgettable nonetheless. Once its purpose is done, all life must fade away. Now. Mine begins.
Come, children. Let's go home. Spiel vorbei, Bad Ending. Die eine Wahrheit. Ah, und wir sind einmal jetzt im Kreis. Und wieder in Amerika. Ja, dann kaufe ich auf jeden Fall noch Heilung. Ah, fürs letzte Kapitel. Wer weiß, wie abfuck der letzte Boss wird. Let's go. Letztes Kapitel.